Heute mache ich Querrippe vom Rind im Dutch Oven. Die Vorbereitungen. Als erstes 1 Kilo Querrippe. Das tue ich würzen mit Magic Dust, Thymian, Rosmarin und Sojasauce. Das wird jetzt alles etwas einmassiert. Dann kommt es in einen Vakuumbeutel und kommt wieder ca. 24 Stunden nochmal in den Kühlschrank. Das waren die Vorbereitungen. Die Querrippen sind eingeschweißt. Jetzt kommen sie in den Kühlschrank. Und morgen geht es weiter. Im Video ist das die nächste Szene. Aber es vergehen wenigstens 24 Stunden. Meine Querrippe war jetzt rund 24 Stunden im Kühlschrank und wird jetzt im Dutch Oven angebraten. Da kommen noch dazu 5 mittlere Zwiebeln in Halbringe geschnitten, 2 Gläser Rinderfond, a 400 Gramm und eine große Handvoll Cocktailtomaten. Das Öl ist jetzt heiß, jetzt brate ich die Stücke ein. Sehr schön, so möchte ich es haben. Nochmal wenden die Teile. Mein Fleisch ist gut angebraten, dann nehme ich mal kurz heraus.
Zwiebeln und die Tomaten in den dazu. Und die Tomaten schwitze ich jetzt auch noch etwas an. Dann kommen die Quergruppenstückchen wieder mit dazu. Und dann wird alles mit Rinderfond abgelöscht. Und dann muss es einige Stunden garen. Kommt das Fleisch wieder mit dazu. Milliliter Rinderfond. Erstmal, ich habe ja noch ein Glas. Schauen, wie viel ich brauche. Jetzt muss ich mal aufkochen. Es kocht, also zieht mein Dutch Oven vom Seitenbrenner direkt in den Grill. Ich rechne mal mit mindestens 2 Stunden, bis meine Quergruppe gar ist. Ich hätte doch fast vergessen, den Knoblauch hinzuzugeben. Das sind 2 Knoblauchzehen und Scheiben geschnitten. Es kam noch Flüssigkeit da, also muss ich noch 2 Stunden das zweite Glas Rinderbouillon auch noch in den Dutch Oven dazugeben. Nach ca. 3,5 Stunden ist meine Querrippe endlich fertig. Jetzt werden wir mal einen Burger belegen. Wunderbar hat es mir geschmeckt. Und wie so oft ist auch noch etwas übrig. Die Querrippe gab es vorige Woche bei Edeka im Angebot für klapprige 5,99 €. Es hat sehr, sehr gut geschmeckt.